Erzählung sind wir vollständig. Sehr geehrte Medienvertreter, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu der Pressekonferenz des ersten Heimspiels unserer Sportfreunde Lotte gegen den SV Meppen in der neuen Saison 2018-2019. Das ganze Spiel fand heute statt vor 6098 zahlenden Zuschauern und endete mit dem Ergebnis 0:0 unentschieden. Begrüßen darf ich hier vorne an meiner Seite auch die beiden involvierten Trainer der heutigen Partie, für den SV Meppen Christian Neitert und für unsere Sportfreunde Lotte Matthias Maug. Herzlich willkommen. Die erste Frage, wie Sie gehört, geht an den Gästetrainer Christian Neitert. Wir sind gespannt auf Ihre Analyse. Ja, guten Tag zusammen. Erstmal sind wir froh, dass wir auf jeden Fall was mitgenommen haben. Wenn man sieht, wie die letzte Woche bei uns angefangen hat, mit der Verletzung von Fabi Senninger, dann zwei Tage später der nächste Schock mit Erik Lomaschke. Da muss man das schon mal erstmal wegstecken. Anfang der Vorbereitung hat sich Marcel Gevers verabschiedet. Das sind schon drei gestandene Spieler bei uns, die im letzten Jahr zu den Stammkräften gezählt haben. Das muss man erstmal wegstecken. Und ich glaube, das haben wir heute sehr gut weggesteckt. Der Ruiz im Tor hat das sehr gut meiner Meinung nach heute gemacht. Das, was aufs Tor kam, hat er souverän gehalten. In der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir eine sehr gute Spielanlage gehabt und müssten eigentlich in der ersten Halbzeit hatten wir schon die klaren Chancen und wie gesagt auch sehr viel Ballbesitz. Und ich glaube, wenn wir da in Führung gehen können, dann können wir unser Spiel auch besser aufziehen. Das heißt, aus der Kontersituation kommen, im Umschaltspiel dann schnell sein, weil der Gegner dann auch einen Tick offensiver spielen muss. Lotte hat uns diese Räume aber heute überhaupt nicht gegeben. Sie haben sehr gut verteidigt, standen defensiv sicher. Und in der zweiten Halbzeit war das dann, haben wir schon gerade in der 46. glaube ich, ein Riesending zugelassen, wo wir noch nicht wach waren. Da hätte dann Lotte in Führung gehen können. Und ich glaube, dann war die zweite Halbzeit sehr ausgeglichen. Keiner wollte so das richtige Risiko gehen. Und ich glaube, bei den Temperaturen heute, wenn wir in den Rückstand geraten, wäre das verdammt schwer geworden, nochmal zurückzukommen. Wir sind erstmal froh für uns, dass wir hier einen Punkt mitgenommen haben, auswärts. Und können jetzt selbstbewusst in das Derby gegen Osnabrück gehen. Dankeschön. Dankeschön, Christian Neitert. Wir sind gespannt auf den ersten Kommentar des Heimspiels unseres neuen Trainers Matthias Mausch. Wir hören uns die Analyse an zum Spiel. Ich muss erstmal Glückwunsch gegenüber meinem Team äußern. Hohe Laufbereitschaft, hohes Engagement. Wir haben sicher versucht, dort über das Team und die Kompaktheit, gerade gegen so spielstarken Gegner wie Wetten, die wir vorab schon ein, zwei Mal beobachtet haben, die natürlich ein Kaliber für uns waren, wo ich dachte, ui, es wird richtig schwer. Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme in Verschiebung, gerade wo der Bleib relativ zügig dort den Ball von rechts nach links laufen ließ. Hatten wir ein bisschen mal Probleme, aber unabhängig davon hatten wir natürlich auch Riesen, gerade mit Oster Helwig, den hält nicht jeder Torhüter, also Glückwunsch nochmal an den Torhüter von Meppen. Und dann gerade speziell zweite Halbzeit sind wir ein Tick offensiver gewesen, haben uns da auch Chancen erarbeitet. Schön wäre es gewesen, wenn es in der 46. Minute schon geklappt hätte. Unabhängig davon, mich hat es gefreut, dass das Team füreinander da war, dass die Null gestanden hat. Und das ist zumindest ein Anfangserfolg. Ich bin damit vielleicht noch nicht ganz zufrieden, weil wir jetzt haben wir jedes Heimspiel zumindest versuchen, mal die drei Punkte einzufahren. Das war gegen einen starken Gegner wie Meppen nicht der Fall. Nichtsdestotrotz haben wir am Samstag die nächste Möglichkeit, Punkte aus München mitzunehmen. Herzlichen Dank, Matthias Mautsch. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt sicherlich Fragebedarf. Wir haben ein Mikrofon in der Mitte vorbereitet. Und ich denke mal, da kann es auch direkt losgehen. Ihre Frage bitte. Wie ich sehe, ist das nicht der Fall. Ich darf mich an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Interesse heute bedanken und hoffe, dass wir Sie wiedersehen werden zum nächsten Heimspiel unserer Sportfreunde am Mittwoch, dem 8.8. um 19 Uhr hier im gleichen Stadion, natürlich Frigo-Stadion, Anstoß. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, sichere Heimreise und bis bald. Dankeschön.